So wie diese hier von Valencia. Nehmen Sie die zweite Ausfahrt. Also mittendrin in Valencia sind wir, aber Doris sagt, wir sind richtig. Naja. Fahren Sie geradeaus, dann im Kreisverkehr. Nehmen Sie die zweite Ausfahrt. Was? Wer pfeift hier? Also, das wäre jetzt geradeaus. Also bisher war alles okay. Wir sind schön am Hafen vorbeigefahren. War klasse. Jo, hätte ich die Kamera vorher schon mal einschalten sollen. Aber vor mir war die ganze Zeit eine Gruppe Radfahrer. Das weiß ich, ob hier so ein Straßenrennen ist oder sowas. Die wackeln mit ihrem Arsch über die ganze Straßenbreite. Mal links, mal rechts. Und hier in Spanien ist das wahrscheinlich genauso wie in Frankreich. Radfahrer irgendwie mit dem Rennfahrer sind Vorfahrt. Also, Ball flach halten, hinterherfahren. Ah, der Bahnübergang. Ach, gucke an. So, so, die Straßenbahn. Irgendwas muss hier los sein. Das ist alles geflackt. Ein spanischer Feiertag oder sowas. Keine Ahnung. Nehmen Sie die zweite Ausfahrt. Ja, wir sind völlig richtig. Alles klar. Also wenn man Doris richtig programmiert, dann hat sie auch keine Probleme. Auch keine Probleme, einen durch die Innenstädte zu führen, was durchaus sehr interessant ist. Ich sehe nur nicht allzu viel, weil es ist Sonntag heute und es sind sehr viele Spaziergänger unterwegs. Und die möchte ich ja noch nicht gerade über den Haufen fahren. Fantastisch, wie wir hier so durchkommen. Ja gut, werktags möchte ich das jetzt nicht machen. Also Barcelona zum Beispiel. 200 Meter. Nehmen Sie die zweite Ausfahrt. Ja, Kreisverkehr. Barcelona zum Beispiel morgen oder übermorgen, wahrscheinlich eher übermorgen, das ist ein Werktag und da möchte ich dann also werktags doch nicht durchfahren. Weil da natürlich auch sehr viele LKWs unterwegs sind. Ja, geradeaus, Doris. Alles klar. So, liebe Leute, ich verabschiede mich jetzt wieder und konzentriere mich hier auf den Verkehr. Bis bald.